Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Mountain Blade Bannerlord. Wir belagern Festung Flintolk. Und ich glaube, von unserer Armee ist noch nicht alles da. Ne, ist es noch nicht. Ja, 610 Leute. Wir bauen auf jeden Fall dick, fett Katapulte, um das Ding zu besetzen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht meine treue Stadt angreifen. Alles andere ist mir egal, ja? Ich werde mich jetzt nicht mehr um die anderen Festungen bemühen, die ich schon meinen Leuten gegeben habe. Oh, scheiße. Jetzt habe ich schon wieder verkackt. Wir bauen Katapulte. Und das... Oh, shit. Da ist ja meine Armee aufgelöst. Ja, genau. Musui. Woo! Auf die ist immer Verlass. Greift mich ruhig an, ihr Lappen. Greift mich ruhig an. Oh, Mann. Oh, jetzt kommen sie. Oh, es ist auch schön hell. Okay. Ich mache mal hier gerade, damit ich das gleich nicht übersehe. Ich muss sehr defensiv spielen. Sehr defensiv. Also, das wird lange dauern. Stellt euch mal auf was ein. Sie wollen nicht. Doch, jetzt kommen sie. Alter. Die Garnison kommt aber dann nicht, ne? Hallo, Kurs von Javal. Wie sieht's aus? Du kannst nämlich beitreten, ne? Eigentlich habe ich das derjenige gesagt, der sich ergeben sollte. Richtig, nun habe ich Ihnen eine Chance gegeben. Warte mal, habe ich gerade gesagt, ich ergebe mich? Ich habe doch gesagt, ihr solltet der sein, der sich ergeben sollte. Ne, jetzt wird gekämpft. Okay. Kursitzgruppe hat sich im Kampf von gegnerischer Seite angeschlossen. Warte mal. Ah, egal. Egal. Egal, 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 egal. So, okay. Wir brauchen eine Anhöhe, die wir als Deckung benutzen. Wie immer. Ich wollte noch gerade was machen. Das ist leider immer noch... Leicht machen wir mal Mittel. Das bleibt auf 500. Wie gesagt, wir haben genug RAM und alles. Es wird eigentlich nichts alles wirklich ausgenutzt. Jetzt kann auch das hier sein. Und eigentlich hatte ich das mal hoch. Machen wir hier. Okay. Die sind da. Wir haben nur hier die Anhöhe. Sonst müssen wir hinter uns ins Spawn gehen. Off your horses! Bowmen! Get moving! Off the horses! Horsemen! Give them hell! Kavallerie mal gerade reinschicken. Das sind Infanteristen bei der Kavallerie, das gibt's doch nicht. Sehr schön. Guck mal, nur Lappenbogenschützen. Move out! Get moving! Spread the field! Arrows! Forward! Move! Oh, jetzt aber. Raiders! Follow me! Mounted archers! For me! Oh, bist du vom Pferd gefallen? Das sind diese Javal-Typen. Da ist jemand vom Pferd gefallen. Ist das der Anführer? Gibt's doch nicht. Oh, da kommen sie. Reinmachen! Sturmlanze! Glorreichste aller Glorreichen. Genau, die sollen jetzt schon angreifen. Ich muss hier mal einen Screenshot machen aus dem Handgemenge.
Geil, oder? Boah, der Hammer! Es ist so geil. Ich kenne kein Spiel, das das kann. Echt nicht. Außer jetzt Total War, aber ich meine jetzt First-Person-mäßig. Third-Person, First-Person, das ist ja... Das ist ja ein ganz anderes Kaliber als Total War auch, aber... Geil, oder? Schön. Ich bin vom Pferd gefallen, gerade rechtzeitig wieder gekommen. Beschützt euren Lord! Die Infanterie mal angreifen lassen. Geht mal hier weg. Oh nein, boah, Alter, Performance sterb. Nein, nicht das Pferd, den Reiter. Ein paar Pfeile. Bogenschützen mal. Wir bleiben hier. Das ist ein Kamel. Ich komme. Lanzkamel. Lancelot. Das ist Kamel. Lanzamel. Und dann reiten wir da hoch zu dem Gepanzerten. Ach egal, bleiben wir auf dem Kamel. Wir sind ja keine Pferdzisten. Obwohl, ihr seid ja schon eine andere Rasse. Ihr seid ja Kamele, keine Pferde mehr. Andere Tierart. Die sehen aus, ne? Schon ein bisschen wie Aliens. Bleib stehen, ne? Greift er echt an? Bin ich das? Ist das der vielleicht? Ah, ich verstehe. Sehr schön, das sieht doch gut aus. Wie stellen sich da auf? Ja, alle angreifen, sobald die da sind. Wir wissen ja, wie das endet, wenn wir da hingehen, deswegen... Das ist aber eigentlich schon ein bisschen lame. Also es dauert halt zu lange auch. Aber wir wissen, wie lange das dauern kann. Auf die nachrücken. Hier gibt es keinen Hügel, den ich sonst benutzen kann, der irgendwie näher wäre. Könnte mich natürlich... Wo spawnen die denn? Könnte mich natürlich hier hinstellen. Das könnte gehen. Wie viel Kavallerie die da noch haben. Okay, pass auf. Folgendes. Nee, oder? Nee, komm. Ich muss aushalten. Holt sie euch. Komm, ich versuch's. Scheiß drauf. Ich bin ungeduldig. Vielleicht funktioniert's ja diesmal. Schilde oben lassen. Kavallerieangriff. Und wir machen mit. War noch ein besseres Pferdchen. Das da zum Beispiel. Halt ruhig. Lancelot 15. Oh Mann. Boah, ne?
Vielleicht war es, aber ist egal, was ich mache. Guck mal, jetzt sind nur Pixel. Aber ich muss jetzt mal nach der Folge meine blöden Settings mal löschen und wieder resetten. Es läuft ja immer schlechter. Aber jetzt geht's. Komm, ich muss jetzt die Formation hier sortieren. Ja, sie sind immer noch da. Komm immer noch. Ja, ja, jetzt geht's Verlust. Wir müssen bis zu dieser Anhöhe kommen. Ich mach's wieder so, wie es war. Jetzt erkenne ich hier gar nichts mehr. Entschuldigung, ich wollte das eigentlich nicht. Es bringt einfach nichts. Das sind halt die Charakterdetails wahrscheinlich auch. So, los. Nix da, Freundchen. Flieht nicht hier, Narren! Wir haben auch Bogenschützen. Ah, nein! Kameli, nein! Er hat's überlebt, Gott sei Dank. Okay. Mann, ich komme da nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich da rechtzeitig hinkomme. Und schon haben wir wieder ein Massengemetzel. Ich versuch's jetzt mal. Mal nur mit hinlaufen. Mit direktem Hinlaufen. Kavallerie greift an. Oh Gott. Oh Gott. Die töten einfach alle. Okay, dann haben wir das auch schon mal ausgeschlossen fürs nächste Mal. Das werde ich nicht kontern können. Dumme Idee. Ja. Neu aufstellen! Oh Gott, ich will's gar nicht lesen. Oh Gott. Alter, das sind wir, die Pfeile kassieren hier. Fernkämpfer nochmal sammeln, die sind echt hinter uns her hier, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Ich könnte das sogar noch verlieren. Okay, Bogenschützenangriff. Okay, jetzt reicht's. Ich muss jetzt den Stecker ziehen.
Fliehen die gerade alle? Sie fliehen! Angriff! Oh. Nein, nicht crashen. Oh. Nein. Du fängst dich noch, ich weiß es ganz genau. Ja. Ja, Gott sei Dank. Puh. Wo sind wir? Da. Ha! Komm, holt sie euch. Schau, dass man die nicht schneller machen kann. Oh, ist aufpassen. Es ist sehr instabil. 10 Minuten mal die Grafiken geändert habe wahrscheinlich. Okay. So, jetzt lösche ich schon mal hier nach der... Jetzt hier endlich mal... den Dingens-Folder. Ach, wir können noch ein bisschen auf der Kampagne... Ist die Karte... Die Folge wäre sonst zu kurz. Mann, jetzt haben wir echt lange da gekämpft. 20 Minuten oder so. Oh. Du kannst gehen, Wildur. Na? Ja, wie gesagt, Vlandia ist im Arsch. Oh, Mann, ey. Sehr schade. Von denen hätte ich gerne am meisten... Was wäre, wenn... das nicht im Arsch gewesen wäre. Hätte ich mich dann Vlandia nochmal angeschlossen? Und warum musste ich die Tante unbedingt köpfen? Kann man das mal jemand sagen? Das war ja nur zum Zeigen, ne? So war das doch. So. Ja, das war kein toller Kampf. Also... Also, das bringt halt nichts dagegen anzukämpfen. Und dann haben die meistens Vorteile. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wahrscheinlich sind es einfach denen ihre Bogenschützen oder so. Wir müssen die Belagerung jetzt fortsetzen und hoffen, dass das hier gut geht. Aha, siehst du? Gut, rechtzeitig, bevor die hier anfangen, nämlich ihre... stopp. Wir sind noch jetzt hier fertig. Dann können wir jetzt mal ballern. Und ich gehe mal kurz hier ins Gruppenmenü. Drücke mal hier auf Rekrutieren. Immer mal wieder der Speerträger. Nein, immer den rechten. Also bei denen auf jeden Fall. Sehr gut, weg mit denen. Seine entschließen sich jetzt nochmal mit einer Armee zu kommen. Ist auch eine kleine Festung, oder? Ich will gerne wissen, welche Mauern die haben. Noch 200 Verwundete. Siehst du, können wir das dann schön auswürfeln. Sehr schön. Eine Breche, zweite Breche. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir theoretisch angreifen, bevor so, wenn nochmal so eine Armee kommt. Das sieht auch gut aus. Da. Jetzt haben wir den Fall der Fälle. Das sind 1000. Wenn wir jetzt angreifen. Ich meine, sonst haben wir nichts erreicht, wenn wir uns jetzt zurückziehen.
Auswürfeln oder nicht auswürfeln? Ging gut. Ging gut. Okay. Botanische Bogenschützenmiliz nehme ich mit. Sperrmiliz auch. Okay. Egal. Ja. In die Burg! Ah, die hat aber keine Mauern mehr. Hier kriegst du Bonis. Worum auch immer. Kornspeicher? Nee. Machen jetzt erstmal Mauern. Bumm. Priorität 1. Miliz trainieren. Okay. Gruppe. Ich könnte jetzt noch Verstärkung ordern. Batman-Zeichen in die Luft. Jetzt habe ich schon wieder den falschen rekrutiert. In die Luft schicken. Er ruft uns. Der Große. Ja, ihr kommt zusammen, ihr Mächtigen, aller Nichtmächtigsten, weil ich es bin. Ich könnte jetzt auch einfach Frieden fordern. Aber die sind alle zu weit weg. Nein, ihr wollt hier nicht hinkommen. Nein, ihr wollt hier nicht hinkommen. Nein. Amalgun. Amalgun können wir noch zu uns holen. Wer ist dann am nächsten? Die rennen woanders hin. Haha. Ja. Sehr schön. Meine. Guck jetzt, hier steht nichts mit Aldemar. Kriegt keiner die Burg, dann warte ich noch. Ne? Guck mal, ob das jetzt wieder funktioniert. Jetzt ist mit Entscheidungen. Lukon, was hast du denn eigentlich für eine Quest? Besatzungstrupp mit Festung Gersigos. Ich bräuchte Rekruten in Garnison Festung. Wie viele denn? 15. Machen wir das mal. Ich sehe ich aus wie so ein Bimbo? Das gibt's doch nicht. Wir halten die Truppe noch ein bisschen. Das ist meine ganze Garnison hier, ja, ne? Meine ganze Armee, glaube ich. Oder wir machen jetzt Frieden. Dann haben wir... Ja, eigentlich will ich das ja gar nicht. Pass auf. Muss ich gar nicht lösen. Wo bin ich denn? Ich muss hier gar nichts lösen. Ich will nicht, dass das jemand anders bekommt. Ich will das haben. Penner. Der mag mich doch gar nicht. Arschlöcher. Ich hätte nicht so viele Clans mit... ich hätte vielleicht einfach weniger Clans mitnehmen sollen. Wüstenbanditen? Was ist denn hier los? Kann man hier mal ganz kurz Festung Utlheim retten. Und Messui muss mal hier raus. Können wir nochmal da rein? Vielleicht könnt ihr nochmal irgendwas abgeben. Zack, guck mal, haben sie direkt nochmal Truppen in die Siedlung gepackt. Zack, bumm, jeder hat nochmal Truppen reingepackt. Das ist doch cool. Können wir ganz schnell Utlheim verteidigen. Dann machen wir nochmal Frieden, glaube ich.
Ich wollte das eigentlich haben, aber wie gesagt, jetzt wissen wir Bescheid. Beim nächsten Mal nehmen wir nur meine Familienmitglieder mit. Und dann belagern wir das Ding. Und wenn dann eine Armee kommt, dann... Ach, das ist super zum Kotzen. Machen wir das nochmal kurz hier. Oder... Ne, machen wir das mal schnell. Jetzt wollen die zu der anderen Festung wieder. Okay, pass auf. Wir lösen die Armee auf. Und ich mache jetzt mal schnell Frieden. Oder wir gehen mitverteidigen. Was auch nicht so wichtig. Jetzt haben wir halt kein Utleim mehr. Ne, die reiten dran vorbei. Okay. Ich schleiche, kann ich Frieden mit der Armee machen? Ist die Frage, ob die das da unten belagern. Wir warten nochmal ein bisschen gerade. Was passiert? Ich gehe nach Seanon und warte da mal ein bisschen. Vielleicht holen sie jetzt Festung Utleim zurück oder irgendwas anderes. Ja, Festung Gersikos. Wir machen das nach dem Krieg. Ich weiß nicht, wie viele Tage ich Zeit habe. Aber gut, Leute. Ja? Ich glaube, ich höre jetzt mal hier auf. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Bis dahin wie immer, Leute. Haut rein.